ja, ich lese erstmal alles, weil ich muss ja erstmal den Namen aus diesem langen Namen raussuchen. Aber halt ins Bett. Voll gut, da können wir ja so kämpfen, wie viel wir wollen. Ja. Nun werden Sebastian. Ja, jetzt darf ich jetzt hier endlich dieses Pokémon wählen. Hast du dich entschieden, welches Pokémon dein erster Partner sein soll? Ja, ich habe mich schon längst in meinem Kopf entschieden. Weil so viel Text konnte ich mir jetzt nun auch schon genug entscheiden. Und zwar nehme ich dich. Mensch, Sebastian, du musst doch deinen Pokémon wählen. Achso. Ja gut, ich wähle... Was ist das da? Leuchtturm? Ist nicht da das Wasser? Egal. Krokel. Wen feierst du mehr? Hisui, Drisella oder Axanthor? Axanthor. Eindeutig Axanthor. Nehmen wir aber jetzt Krokel. Okay. Das ist Krokel, ein Feuer-Pokémon. Wenn es deine Funken versprüht, gehen sämtliche Pflanzen in Flammen auf. Du wählst also das Feuer-Pokémon Krokel. Ist das richtig? Ja, ich wähle das Feuer-Pokémon Krokel. Du hast dich für Krokel. Ja, ich hab mich... Ich hab doch in den egal. Nein, ich möchte keinen Spitznamen geben. Mir gleich nochmal die Einstellung angucken, ey. Ja, ich war es auch nur beim ersten. Das ist so krass, aber... Gott. Das ist viel zu groß eigentlich für den Arm. Krokel scheint dich auch zu mögen, Sebastian. Ja, schön. Es ist dein erstes Pokémon, nicht wahr? Behandle es gut. Du hast mir doch gerade die Auswahl der Pokémon gegeben. Also musst du doch wissen, dass es mein erstes ist. Und jedes Pokémon benötigt natürlich auch einen Pokéball. Ja, ich habe ja schon einen. Das hat natürlich jetzt auch einen. Du hast dir also Krokel ausgesucht, was? Ja. Also wenn du mich fragst, passt es echt super zu dir. Ihr gebt bestimmt ein klasse Team ab. Direktor Klavel, darf ich mir auch eins aussuchen? Hast du denn bei deiner Aufnahme an der Akademie kein Pokémon bekommen? Genau, hab ich nicht. Damals gab es nämlich andere Pokémon, die ich trainieren wollte. Aber jetzt, wo Sebastian bei Null anfängt, möchte ich gleichzeitig mit ihm ein neues Pokémon trainieren. Gut, das klingt nach einer wundervollen Idee. Was sagst du zu der Präsent? Ja gut, die Präsent, die war jetzt auch nicht gerade das grüne, das gelbe vom Ei. Ja. Ja. Da gab es schon bessere Präsenz. Dann möchte ich sehen, wie du mit Sebastian einen Neuanfang startest. Spitze, vielen Dank. Ich meine, ich habe das Spiel hier noch nicht mal angefangen. Und dann kommt schon was zum DLC. Naja, gut. Wenn Sebastian Krokel hat, dann möchte ich das hier. Du weißt schon, dass Filori... Egal. Ja, muss man dann halt sehen, ne? Zum DLC kann man ja erst was sagen, wenn man das DLC gespielt hat. Ich meine, es ist schon gut, das mittlerweile mit DLCs zu lösen und nicht wieder irgendeine Zusatzedition, wo man nochmal alles durchspielt. So wie es damals war. Nett, dich kennenzulernen, Filori. Weil, das wäre ja noch blöder gewesen. Ich denke, das wird schon irgendwie werden. Ich hoffe mal, dass hier die Performance des Spiels auch mal irgendwann mal wieder etwas besser wird. Aktuell geht's ja hier noch. Ich habe jetzt hier keine so schlimmen Ausreißer bislang. Das DLC. Ja gut, zum DLC wird das. Habe ich jetzt noch nicht. Ja, erstmal überhaupt mal bis zum Ende des Spiels kommen. Pelo. Also gut. Jetzt haben wir beide unsere Pokémon. Weißt du, was das heißt? Es ist Zeit für einen Kampf. Ich warte unten am Strand auf dich. Also komm vorbei, wenn du bereit bist. Für beide Editionen. Ja. Nemila, ist Pokémon-Kämpfen beinahe etwas zu sehr zugetan. Ich empfehle dir aber, ihre Herausforderung anzunehmen. Das wird das Band zwischen dir und deinem Pokémon stärken. Ja, habe ich eine Wahl? Wahrscheinlich nicht.
Kämpfe gegen Nemila. Auf der Karte sehe ich wahrscheinlich immer nur, wo Nemila ist. Gib dich zur Akademie. Ach, ich soll zur Akademie und dort den Kampf. Macht mir das Leben auch nicht gerade einfach. Wo ist sie jetzt eigentlich? Ist sie schon wieder weg oder was? Kann ich mir dieses komische Haus wenigstens mal noch angucken? Wow. Warum sind hier drei Pachirisu? Ja, tut mir leid. Die Herrschaften sind derzeit leider außer Haus. Schon seltsam. Wo kommt bloß immer all der Staub her? Diese Frage gibt mir mehr Rätsel auf als so manches Pokémon. Der Bildtitel lautet Schleichender Ninja. Achso, ja, okay. Das war so ein Quajutsu. Ob das die Silhouette eines Pokémon ist? Ja, ich glaube, das ist ein Quajutsu. Komm mal lad. Ja, okay. Ihr müsst jetzt ja nicht jedes Pokémon, glaube ich, ansprechen. Ich sage eh nichts. Bild erkennt man nicht mal. Hier sind Emojis drauf. Der Bildtitel lautet Geschwister. Irgendwie wirkt dieses Gemälde mit einem Blick interessanter. Bist du fertig mit dem Putzen? Alles Picobello. Also, das ist nicht. Okay, die sehen genauso aus wie die da hinten. So ein riesen Wohnzimmer. Irgendwie, nein. Alles merkwürdig. Wenn ich mich nicht irre, wartet Nemila am Strand auf dich. Was, am Strand? Wenn ich mich nicht irre, wartet... Achso, ich muss von hier aus zum Strand. Achso, hier ist das Fältchen. Gibt es hier vielleicht noch ein Item irgendwo versteckt? Du hast es irgendwie aus dem Wasser geschafft. Ich wollte aber ins Wasser. Okay. Ach so, okay, doch, da passt der Leuchtturm noch hin, weil das ist immer noch da, das Wasser. Hey, ich bin hier drüben. Ja, ich bin nur etwas verwundert über das hier. Ich glaube, das ist Wolke, aber hier oben sind gar keine Wolken. Also alles etwas falsch. Cool, hier gibt's Gartenmöbel. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Item? Nein, mein Pokéball. Ist übrigens gut, dass das jetzt so kurz einfach ist, wenn man ein Item aufsammelt, dass da einfach nur steht, bups, das hast du. Und nicht immer, du hast ein Pokéball gefunden und packst es in die Balltasche. Das ist auf Dauer auch ein bisschen nervig. Krank, hilft bei Wunden, füllt die KP deines Pokémon um 20 KP auf. Ja, ja, okay. Obwohl Text trotzdem länger da sein darf. Oder dass man den nächstes dann wegklicken muss, wenn man ein Item neu sieht. So viel Zeit müsste denn doch noch sein. Hast du ein Pokémon bei dir? Bist du ein Pokémon-Trainer? Und als Trainer müssen wir unsere Pokémon kämpfen lassen, damit sie stärker werden. Also los, Sebastian. Bist du bereit für einen Kampf? Juhu. Juhu, darauf habe ich gewartet. Und das Pokémon, das ich als erstes in den Kampf schicke, ist... Nemila. Nein,
Nicht Nemila. Nemila ist kein Pokémon. Denk daran, für Sebastian ist das noch alles neu. Er hat noch nie einen Pokémon-Kampf ausgetragen. Dieses Quacksel immer her dackelt. Ups, ich hätte beinahe einfach mein übliches Team eingesetzt. Dann benutze ich eben als Chance, um mein neuestes Pokémon zum ersten Mal kämpfen zu lassen. Los geht's, Sebastian. Der Kampf ist das Ziel. Ja, du willst jetzt Kidovio. Pokémon Trainer nehmen wieder vor, da dich aber aus. Wir sind schon im Kampf. Das ist alles. Der erste Pokémon kommt. Hoffentlich macht es dir genauso Spaß wie mir. Vorbereitet, Feuer-Pokémon gegenüber Pflanzen-Pokémon vorzugehen. Ja, ich werde nachher die Attacke nochmal so sehen. Quacks ist ja immer noch in der Seite. So. Wow, du bist echt gut. 300 Poké-Dollar. Okay. Wow, dein erster Kampf und du gewinnst direkt echt starke Leistung. Du bist ganz sicher ein erstklassiger Trainer. Lass uns gleich nochmal kennen. Ich will noch andere Strategien ausprobieren. Jetzt übertreibt man nicht. Ich glaube, Sebastian und Kugel sollten sich erst einmal ausprobieren. Oh, das tut mir leid. Da ist die Aufregung wohl mal wieder mit mir durch. Entschuldigt Sebastian und Kuppel. Hey, danke Sebastian. Ihr scheint euch ja prächtig zu verstehen, obwohl ihr euch gerade erst kennengelernt habt. Nie wieder, ich verlasse mich darauf, dass du auch dein Wissen als Champ deinen Mitschülern hier teilen wirst. Jawohl. Ah, da habe ich auch direkt etwas, was du als Pokémon-Neuling wissen musst. Es gibt da eine App, die du unbedingt brauchst. Ich brauche mal einen Pokédex. Jeder braucht einen Pokédex. Auch du. Hast du dein Handy dabei? Dann installiere ich sie schnell für dich. Ist dein Handy dann nicht dabei? Du kannst jetzt auf dein Smartphone den Pokédex aufrufen. Der Pokédex registriert automatisch all die Pokémon, die du kennst. Für einen Pokémon-Trainer ist die App ein Muss. Senior Jim, einer der Lehrer aus unserer Akademie, war mit für ihre Entwicklung verantwortlich. Zu meiner Zeit haben wir noch alles per Hand in unsere Notizbücher eingetragen. Kleine Referenz zu Pokémon-Legenden Arceus, wo man ja quasi Notizbuch hatte als Pokémon-Dex. Die Welt ist schon um einiges praktischer geworden. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Alles per Hand zu schreiben ist doch viel zu umständlich. Na, wohl wahr. Doch auch wenn sich die Zeiten ändern mögen, der Zauber, den Pokémon zu begegnen, verblasst nie. So wird auch jede einzelne eurer vielen Begegnungen euch dabei helfen, weiterzuwachsen. Es ist zwar ein großes Unterfangen, aber ich hoffe, ihr werdet euch der Vollständigung eures Pokémon-Dex widmen. Nun denn, ich habe noch etwas mit Nemilas Familie zu besprechen. Nemila, du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du Sebastian zur Akademie begleiten könntest. Aber klar doch, überlassen Sie das ruhig mir. Dann bedanke ich mich. Wohlan, wollen wir zwei dann mal aufbrechen? Ja. Vielleicht sollte ich mich nicht nur ums Campen, sondern auch mal um den Pokédex kümmern. Oh, aber wo wir gerade beim Thema Pokédex sind, du hast noch nie ein wildes Pokémon gefangen, oder? Jetzt kommt das, was immer kommt, ne? Ich zeig dir, wie das funktioniert, bevor wir zur Akademie gehen. Komm mal eben mit.
Nutzung der Pokédex-App. Drückst du den Minus-Knopf, öffnet sich die Pokédex-App auf deinem Smartphone. Wenn du gerade die Karten-App geöffnet hast, kannst du durch Drücken des X-Knopf zur Pokédex-App wechseln. Pokédex-App. Kämpfe gegen Pokémon oder fange sie, um mehr Einträge in dein Pokédex einzusammeln. Gefangene Pokémon werden als Buchbände in der App verewigt. Und je nach ihrer Anzahl erhältst du Belohnungen. In der Regel, für die Details drücke den X-Knopf in der Regalansicht. Drückst du den Plus-Knopf, während du dir den Eintrag des Pokémon ansiehst, kannst du dessen registrierte Habitate einsehen und herausfinden, wann und wo es anzutreffen ist. Begib dich an viele Orte, um viele Pokémon zu sehen. Ja, okay. Krokel. Feuerkroko-Pokémon. Oh ja, okay. Cool. Moment, kann man Animation. Oh ja, okay. Kann man das drehen? Cool. 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 Alles klar. Ja, gut. Man kann es so machen. Ja. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Und es gibt Belohnungen, wenn man mehr Pokémon im Pokédex registriert. Ah, ja. Sternenstaub. 3 Sternenstaub gibt es dann. Okay. Man kann die nicht nur nach Nummer sortieren, sondern auch nach Alphabet. Schwer zuerst. Okay. Na gut. Jeder normale Mensch sortiert ein Pokédex nach Nummer. So, folgende Mila. Wo ist sie denn jetzt hier schon wieder? Ist sie wieder hier oben irgendwo? Oh, Sebastian, du machst dich also jetzt zusammen mit Nemila auf den Weg zur Akademie, ja? Ja. Mach dich keine Sorgen, ich werde mich gut um ihn kümmern. Wie schön, dass du gleich eine Freundin gefunden hast, mein Schatz. Das klingt so falsch. Ich habe eben in der Broschüre der Akademie gelesen, was für großartige Personen dort lehren. Außerdem scheint es eine Menge nützlicher Einrichtungen zu geben, die du nach Lust und Laune nutzen kannst. Emila steht dir jetzt auch zur Seite, also wird das bestimmt eine tolle Erfahrung für dich. Ab heute beginnt dein Leben an der Akademie. Schau zu, dass du immer regelmäßig isst, ja? Ja. Hier, etwas Geld und Verpflegung für meinen großen Jungen. Ein Sandwich. Sandwich wurde in der Basis-Item verstaut. Ja, genau das meinte ich. Ach, hier kann man es gleich wegnehmen wieder. Dieses Gericht besteht aus verschiedenen Belegen wie Fleisch oder Gemüse, die zwischen zwei Scheiben gut platziert werden. Der ideale Imbiss für ein Picknick. Ich glaube, das ist ja, weil das ein neues Item ist. Ach, und die hier nimmst du am besten auch noch mit. 5 Tränke. Ja, okay. Für den Fall, dass sich dein kleiner Begleiter verletzt, dann lässt du jetzt wohl das Nest. Es erwarten dich spannende neue Eindrücke und Bekanntschaften am laufenden Band. Ich wünsche dir nur das Beste und viel Erfolg bei allem. Bei den Dingen, die dir Spaß machen, aber auch bei denen, die dir schwerfallen mögen. Und du kannst natürlich jederzeit nach Hause kommen und dich bei Mama ausruhen. Ja, alles klar. Dann macht euch mal auf den Weg und passt gut auf euch auf. Deine Mutter ist ja total lieb. Aber wo waren wir nochmal stehen geblieben? Ach richtig, ich wollte zeigen, wie man Pokémon fängt. Ja, genau das wolltest du machen. Wir drüber. Jetzt bist du schon wieder ganz ans Ende. Jetzt fällst du noch rechts hoch. Meine Güte. Wir stehen doch noch in der Animation fest.
Kennen wir schon. Gutschariko-Fahrt. Wenn die Orte alle falsch aussprechen. Ich seh's schon kommen. Schau, Sebastian, hier fängt der Gutschariko-Fahrt an. Sag mal, irgendwann wird's, in Italien stattfinden. Das werde ich auch falsch alles vorlesen. Und auf diesen Pfad geht unser Abenteuer los. Anders als in Städten begegnet man auf Wegen und im hohen Gras, nämlich wilden Pokémon. Versucht ja die Ortschaften immer so der Sprache anzupassen, ne? Deshalb näherst du dich ihnen, kommt es zum Kampf. Aber keine Sorge, du hast der Kugel. Und wenn du ein Pokémon fangen willst, brauchst du das hier, einen Pokéball. Ich habe jede Menge davon. Hier, ich gebe dir ein paar ab. 5 Pokebälle. Cool. Pferd. Na genau, zum richtigen Zeitpunkt. Übung macht den Meister. Versuch doch direkt mal gegen dieses Pokémon zu kämpfen. Pokémon Farm. Wenn du in einem Kampf gegen ein wildes Pokémon in X-Knopf drückst, kannst du einen Pokéball werfen und einen Kampfversuch starten. Ein Pokémon lässt sich leichter fangen, wenn du es durch andere schwächst, bevor du einen Pokéball wirfst. Ja. Kampf. Ferkuli wurde gefangen. Für Ferkuli wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ferkuli wurde in dein Team aufgenommen. Yay. Ich werde übrigens die Pokédex-Einträge, weil die ja eh gleich wieder verschwinden, nicht vorlesen. Also ein bisschen was ich sonst immer gemacht habe, wird auch wegfallen. Wow, das war allererste Sahne. Ich hätte nicht gedacht, dass dir das direkt gelingt. Was das Fangen von Pokémon angeht, bin ich echt ungeschickt. Vielleicht kannst du ja mir ein paar Tricks beibringen. Aber nicht jeder Wurf gelingt. Also solltest du immer ausreichend Pokébälle bei dir tragen. Hier hast du noch ein paar. Jetzt gibst du mir noch welche? Ja, gib mir noch mehr. Jetzt habe ich 16. Du solltest ein Pokémon erst schwächen, bevor du einen Pokéball wirfst. Merk es dir, ja? Stell dich unterwegs am besten ein paar wilden Pokémon und probier das Fangen gleich mal aus. Wie wär's, wenn wir zum Leuchtturm da gehen? Von dort oben können wir die Akademie sehen. Sollen wir mal zu diesem Leuchtturm gehen? Gegen wilde Pokémon kämpfen. Die Pokémon, die du zum Beispiel im Gras oder in Höhlen begegnest, sind wilde Pokémon. Wenn du mit einem wilden Pokémon in Kontakt kommst, beginnt ein Kampf. Du kannst aber auch einen Kampf beginnen, indem du dich einem wilden Pokémon zuwendest und durch Drücken der ZR-Taste einen Pokéball auf es wirfst. Das eignet sich besonders gut, um gegen Pokémon zu kämpfen, die auf Bäumen oder in der Luft sind. Der Kuli H. Oh, das ist wieder ein Item. 17 Pokebälle. Und noch Trank, okay. Hier gibt es irgendwie nur Ferkuli. Beleber. Eine Medizin, die ein kampffähiges Pokémon... Ja, okay.
Okay. Da hängt was am Baum. Oh, hab Spaß. Ich renne da jetzt einfach rein. So. Mach mal Tackle, dass ich gleich wieder zu sehr auf die Füße komme. Ja, das sollte reichen. Ball fliegt in der Luft. Naja, egal. Hoppspross wurde gefangen. Kruckel erlernt Kanon. Hoppsprossblatt. Na ja, gut. Verstecktes Pokémon, Item na, am Arena wäre. Hier ist noch was. Trank, okay. Noch ein Trank. Äther, okay. Ist immer wichtig. Irgendwann werde ich auch mal wieder an einem Pokémon-Center landen. Dann wird zum Item, aber okay. Da kommt schon die Cutscene. Sebastian, hast du das Fang von Pokémon schon drauf? Lass mal sehen, wie viele Pokémon du dir schon geschnappt hast. Was ist denn jetzt los? Was war das? So einen Ruf habe ich noch nie gehört. Vielleicht war es ja ein richtig starkes Pokémon. Komm, lass uns das herausfinden, wo der Ruf herkam. Aber mach ja einen großen Bogen um die Höhle hier in der Nähe. Hier ist nämlich gefährlich. Und dein Smart-Rotom hat zwar eine eingebaute Sicherheitsfunktion, aber passt entlang der Klippe trotzdem besonders gut auf, ja? Immer dieses Ja als Füllwort. So, ich wollte zu dem Item da erstmal gehen. Einfach trotzdem zu Klippe. Aha. Nun, nun, nun. Jetzt sind wir wahrscheinlich doch die Klippe runtergefallen. Ah ja, die Sicherheitsfunktion. Piep. Okay. Hier ist eine Höhle. Solltest das Pokémon nicht einfach sein Schicksal überlassen. Stimmt auch wieder. Ich gehe da mal hin. Das seltsame Pokémon liegt völlig kraftlos am Boden. Vielleicht kannst du ihm etwas geben, was ihm wieder auf die Beine hilft. Ich weiß ja nicht, ich habe ein Sandwich.